Mehr als 80% aller menschlichen Entscheidungen basieren auf Emotionen und das ist an der Börse und beim Thema Finanzen nicht anders. In der Folge werden viele Anlageentscheidungen oft zu schnell, ja, oder auch falsch getroffen. Meist sind es dann Euphorie, Gier oder Panik, die den Investoren im Wege stehen. Wie lässt sich das ändern, um erfolgreich an den Kapitalmärkten zu agieren? Und was hat es mit dem Pareto-Prinzip in diesem Zusammenhang auf sich? Das wollen wir klären hier auf der Fontik-Messe am virtuellen Stand von Punica Invest. Und zwar gemeinsam mit Nicolas Kreuz, er ist Geschäftsführer der Invios GmbH. Einen schönen guten Tag nach Hamburg. Ich grüße Sie, Herr Faranek. Warum funktioniert der Homo economicus mit? Klare Frage gleich am Beginn. Naja, unser Gehirn ist seit über 3000 Jahren aktiv in der Evolution. Wir sind auf Nahrung und Partnersuche ausgerichtet. Und das Geld ist erst 3500 Jahre erfunden, sodass wir im Gehirn keine richtige Region haben. Wir können es nicht richtig einblenden. Und 80% unserer Entscheidungen laufen unbewusst und irrational. Und davon sind wir getrieben, also vom limbischen System. Leicht begründbar ist es, wieso kaufen wir jetzt Schokolade und nicht im Januar oder Februar, wo es noch sehr viel günstiger ist? Oder wieso fahren Menschen 2,5 Tonnen SUVs in der Gegend rum, am liebsten unangeschnallt? Wieso sind so viele immer noch ungeimpft? Also mittels medizintechnischer Verfahren ist das gut nachweisbar. Und die Neurofinance und die Behavior Finance greift das auch wirtschaftswissenschaftlich ab. Mit anderen Worten, was Jahrtausende lang funktioniert hat und geholfen hat im darwinistischen Evolutionskampf, also weglaufen, wenn Gefahr droht, Herr Kreuz, funktioniert nicht an der Börse? Ja, das ist richtig. Also da sind wir halt der Homo irrationalis, nicht der Homo economicus. Unser Fluchtreflex lässt Aktienverluste realisieren und im Gegensatz dazu auch unser Belohnungssystem lässt Gewinne zu schnell realisieren. Das heißt also, dass wir prozyklisches Verhalten an den Tag legen. Wir kaufen also teuer ein und verkaufen zu billig. Wir machen das genau das Gegenteil am Supermarkt und genauso verhaltenstheoretisch lässt sich das auch schlussendlich an der Börse nachvollziehen. Wir machen genau antizyklisch nicht das, was richtig wäre, sondern wir agieren prozyklisch. Das heißt also, wenn die Börse fällt, dann verkaufen wir frustriert und wenn die Börse steigt, dann realisieren wir zu schnell die Gewinne. Das nennen wir auch Dispositionseffekt. Wenn ich darf, Sie sind ja nicht nur ein Finanzprofi, sondern auch Mensch. Eine fast persönliche Frage, Herr Kreuz. Wie handhaben Sie denn das ganz persönlich in extremen Situationen, wie beispielsweise im Corona-Crash des Frühjahr 2020 oder auch jüngst Ende November, als wir im Umfeld der Omikron-Variante auch deutliche Einbußen an den Börsen gesehen haben? Ja, also ich meine, es schließt sich nicht aus, Mensch und Finanzfachmann oder Experte zu sein. Ich meine auch, dass sich beides bedingt, denn einerseits müssen Sie empathisch für Trends sein und neue Strömungen auch identifizieren und auf der anderen Seite müssen Sie Emotionen im Griff haben. Es ist ein täglicher Workout der Demut, addiert vielleicht noch mit Erfahrung und Disziplin. Das determiniert den Anlageerfolg. Konkret auf Ihre Frage, Corona hat uns alle, glaube ich, einmal tief durchatmen lassen. Ich persönlich habe mich auch in diesem Cocooning-Effekt festgestellt, muss aber auch positives Corona oder den Auswirkungen letzten Endes beipflichten. Es hat zu einer gewissen Entschleunigung geführt, sicherlich bei Ihnen auch, Herr Franek, und das Thema Resilience, also selber aktiver, auch mit Lustverlust, sagt der Schwabe, umzugehen. Das sind schon Dinge, die durch Corona auch zumindest bei vielen Menschen befördert wurde. Ganz neue Talente, Herr Schwabe in Hamburg letztlich, was wir bei Ihnen hören, Herr Kreuz. Gehen wir doch in die Tiefe. Ihr grundsätzlicher Ansatz lautet, ich habe extra nochmal nachgelesen, Emotionen wirken stärker als der Verstand. Wie leben Sie das in Ihrem Vermögensbildungsfonds? Ja, wie Sie der Folie entnehmen können, gibt es typische Anlagefehler. Unser Institut hat hier mal von 125 auf 5 aggregiert. Die typischen Anlagefehler wie mangelnde Streuung und unprofessionelles Stockpicking. Dann gibt es die Heimatmarktneigung oder Homebuyers genannt. Dann den Aktionismus und die Kosten, die letzten Endes auch immer wieder damit entstehen. Und der sogenannte Herdendispositions- und Framing-Effekt. Das sind also die wesentlichen Effekte, die zu dieser Irrationalität an der Börse führen. Und wenn Irrationalität ja stetig ist, dann kann man dieses Fehlverhalten auch für seine Kunden, für seine Investoren positiv nutzen, so wie wir es auch bewiesen haben.
Schauen wir uns doch vielleicht ein, zwei dieser Fehler genauer an, auch im Sinne unserer Zuschauerinnen und Zuschauer. Home-Bias-Effekt, Sie haben ihn kurz genannt, ist sehr weit verbreitet, vor allen Dingen auch bei deutschen Anlegern. Was hat es damit auf sich? Ja, also der Deutsche macht das genauso falsch wie der Japaner und der Japaner genauso falsch wie der Amerikaner. Die sogenannte Heimatmarktneigung. Wir investieren rund 80% unserer Vermögensmassen in deutsche Immobilien, deutsche Anleihen, deutsche Aktien, deutsche Wandelanleihen. Also alles, was uns vermeintlich bekannt ist. Und damit vergeben wir uns eine Riesenchance, nämlich Renditen auch über den Planeten hinweg, weil sie dort gestreut sind, weil es dort andere Zyklen gibt. Letzten Endes die Renditen nicht zu erzielen. Und noch sträflicher ist es, wir missachten das Diversifikationsgesetz. Also dass wir durch Risikostreuung einfach Dinge annehmen oder Risiken nicht streuen, weil wir annehmen, wir sind besser informiert. Ja? Bestes Beispiel ist Deutsche Telekom, Armageddon haben wir alle um 2000 erlebt oder das jüngste Beispiel Wirecard. Ja? Mitnichten sind wir vollumfänglich informiert. Und mitnichten ist es ein sicheres Investment, ausschließlich seine Investments in Europa engagiert zu haben oder sein Engagement ausschließlich auf Deutschland zu fokussieren. Zweiter Punkt, den wir rausgreifen können, ist der Herdendispositions- und Framing-Effekt. Gerade beim Herdeneffekt, Herr Kreuz, ist es da nicht ganz schön mutig, sich eben hier und da gegen die Herde zu stellen, um im schlimmsten Falle sogar umgerannt zu werden? Ja, richtig. Das Herdenverhalten ist eigentlich auf einen sozialen Effekt der Imitation zurückzuführen. Und wir sind alles soziale Wesen. Das wissen wir selber vor Corona. Wir haben uns am liebsten in dunklen Etablissements aufgehalten, in höhlenähnlichen Etablissements, eng umschlungen. Das hat uns letzten Endes auch in der Herde immer zusammengehalten und vor Feinden den Säbelzahntiger, man sieht es ja auch in der Natur, geschützt. Also wenn Sie Fischwärme anschauen etc. Und dazu neigen Marktteilnehmer. Also dass man gleiche Entscheidungen trifft, die andere Marktteilnehmer eben halt auch schon zuvor getroffen haben. Und das führt zu suboptimalen Ergebnissen. Sie sagen auch, dass man durchaus zwischen einem Trend und einem Megatrend unterscheiden sollte. Das fand ich ganz interessant, weil man am Ende des Tages ja erfolgreich investieren können muss. Aber woran macht man das fest, Herr Kreuz? Haben Sie ein Beispiel? Was ist für Sie also ein Megatrend und was nur in Anführungszeichen, nur ein Trend? Ja, richtig. Also man kann es klar differenzieren. In unserem Institut haben wir die Entscheidungsvariable des Lebenszyklus eines Trends als Grundlage gesetzt. Haben wir kurze Lebenszyklen eines Trends, dann handelt es sich lediglich nur um singuläre Trends. Ein Megatrend ist ein langgezogener Trend, der substanziell unsere Umgebung beeinflusst und letzten Endes damit dann auch langfristig das Investorenverhalten. Wir haben dazu 5 Megatrends identifiziert: Dekarbonisierung durch den Klimawandel, die zunehmende Digitalisierung oder eigentlich schon seit Jahrzehnten stattfindende Digitalisierung, die Urbanisierung, also auch da wieder das Thema, dass Menschen, je mehr wir auf diesem Planeten werden, umso enger geschichtet und mittlerweile in die Höhe gestapelt, gerne zusammensitzen wie in so einem Bienenstock. Es gibt den demografischen Wandel, wir werden alle älter, wir sehen das derzeit auch, wir suchen händeringend nach neuen, guten Kräften. Sie sind bloß nicht mehr da, die Babyboomer-Generation geht in die Rente. Und dann letzten Endes sehen wir auch die Kapitalströme, die von Westen Richtung Osten gehen. Das sind Megatrends, die kann man nicht wegdiskutieren. Und wenn man entlang dieser Bedürfniskette von Menschen letzten Endes auch investiert, dann ist man sehr gut beraten und kann langfristig sehr, sehr hohe Renditen erzielen. All das sind viele spannende Ideen und Anregungen, die Sie uns in den vergangenen Minuten schon gegeben haben. Und all das fassen Sie auch im sogenannten Pareto-Prinzip zusammen. Das kennt der ein oder andere vielleicht aus dem normalen Leben. Die sogenannte 80-zu-20-Regel. Was besagt diese Regel genau und wie lässt sich jetzt dieses Pareto-Prinzip aus Ihrer Sicht idealerweise an der Börse umsetzen? Ja, Pareto war ein italienischer Statistiker, der 1849 dieses Gesetz für sich auch entdeckt hat, dass man mit rund 80% der Ergebnisse mit 20% unseres Aufwandes erzielen. Also 80% des Anlageerfolges erzielen wir mit nur 20% unserer Anlageentscheidung. Und das wissen wir alle auch, das ist wissenschaftlich determiniert, das ist die strategische Allokation. Es geht also mehr um Effektivität als um Effizienz. Es geht nicht darum, in einer Einzeltitelselektion sein Glück zu finden, Mini-Costolani zu spielen, sondern das Große und Ganze zu sehen, das Big Picture. Letzten Endes nicht die Nadel im Heuhaufen zu suchen, sondern den gesamten Haufen zu kaufen.
darin, das dann zu suchen und wenn man es gefunden hat, nämlich die Rendite, den Haufen auch zur Seite zu packen. Also über sehr sinnvolle, breit diversifizierte Instrumente wie ETFs und ETCs oder ETNs letzten Endes im Aktienbereich engagiert zu sein, wenn die Aktien laufen oder in der jeweiligen Assetklasse und auch wieder zügig entschlossen desinvestiert zu sein, wenn sie nicht laufen. Also dieses viele Hin und Her, das macht einfach die Taschen leer, produziert hohe Kosten. Wir sehen es auch bei vielen, vielen Banken, die letzten Endes auch über Einzeltitel Churning betreiben. Wichtig ist, dass man nicht in diese Kostenfalle gerät und da hilft dieses Pareto-Prinzip, nämlich mit ruhiger Hand einen Kern zu managen und mit den jeweiligen Satelliten in so einem Kern-Satellitenansatz dann letzten Endes auch die Outperformance zu erzielen. Also im Kern erzielen Sie Mark-Beta und das Alpha schalten Sie mit den Satelliten jeweils an. Nicht im Stockpicking liegt das Vermögen, sondern wirklich in der richtigen Asset-Klasse engagiert zu sein zum richtigen Zeitpunkt. So wird also die graue Theorie, die offen gesagt gar nicht so grau war, wie Sie sie uns gerade geschildert haben. Und trotzdem möchte ich es noch ein Stück weit pragmatischer machen, Herr Kreuz, und in Ihren Fonds reinschauen. Also wie sieht die aktuelle Aktiengewichtung aus? Wo und wie setzen Sie Schwerpunkte? Also mitnichten grau. Wir sind da sehr breit diversifiziert. Wir haben dort auch einen sehr aktiven Ansatz und dadurch erzielen wir auch persistente Ergebnisse. Also faktisch, wenn wir reinschauen, Sie sehen es auch an der Folie, sind wir von 78% Aktienexposure auf 28% runtergegangen und das innerhalb von wenigen Tagen. Also es hat knapp 48 Stunden gedauert und wir haben diese Aktienquote gesenkt. Wir sind ansonsten in den USA stärker engagiert als in Europa. Wir präferieren die Blue Chips im Gegensatz zum Mid- und Small-Cap. Wir haben unüblich hohen Cash-Anteil und den Anleihenanteil haben wir in Hybrid-Anleihen, in Inflationslinkern und wie gesagt, der Rest, weil wir eben halt keine Trends erkennen, sondern nur das Große und Ganze, sind wir mit MSCI World ETFs derzeit bestückt, was das Aktien-Exposure anbelangt. Also eine sehr defensive Ausrichtung, was uns leider eben halt aber auch gut geglückt ist, aber leider für den Gesamtmarkt. Wir haben ja durchaus in den letzten Tagen eine relative Schwäche im Markt gesehen. Gesehen, bevor Sie jetzt diesen Wechsel vollzogen haben, war der Anteil der Technologiewerte relativ hoch. Haben die jetzt für Sie an Charme verloren? Ist ja auch immer wieder ein Thema auf Messen, egal ob virtuell wie auf der Fontico oder anderswo, wo man immer wieder darauf angesprochen wird, auf die erheblichen Marktkapitalisierungen, Bewertungsmodelle. Wie sehen Sie Technologie? Also die Technologie ist nicht wegzudenken. Sie hilft uns letzten Endes in nicht nur unserem Menschwerden, sondern in all den Dingen etwas bequemer zu werden. Und deshalb wird das auch weiterhin nicht nur ein Trend, sondern ein Megatrend sein, wie besprochen. Die grundsätzliche Frage ist für eine Einzeltitelaktie, einen Technologiewert zu sagen, wo ist der Fair Value? Welche Kennziffern ziehe ich letzten Endes zur Rate? Welche sind aussagekräftig und letzten Endes auch reliabel, valide? Welche Prognosegüte steht dahinter? Und wir haben es uns in unserem Institut zu eigen gemacht, dass wir davon abstrahieren und sagen, egal wie eine Aktie, nicht ganz egal, aber wie eine Aktie in einem Gesamtkontext zu sehen, ist viel wichtiger. Was sind die Erwartungen der Protagonisten? Also das richtige Chancen-Risiko-Verhältnis herauszufinden. Nicht in einer Bewertungskennzahl KGV, KBV oder KCV letzten Endes sich zu verlieren, sondern zu sagen, an den Börsen werden Emotionen gehandelt und das heißt Erwartungen und Erwartungen können richtig und falsch sein, aber wir erlauben uns nicht eine Bewertung, ob richtig oder falsch, sondern nur in diesem Kontext, wenn die Erwartung für die Aktie mehr spricht, dann steigt der Markt und wenn der Gesamtkontext eben entsprechend der Bias schlechter ist, dann gehen wir auch raus aus dem Aktienmarkt und das auf breiter Front. Wie gehen Sie mit dem Anteil um, der nicht in Aktien investiert ist? Ist das bei Ihnen eher in der Tat Anleihenanteil? Ist es eher Cash? Wo sehen Sie aktuell Ihre Präferenzen? Ja, Cash is King. Leider zurzeit ist für mich auch eine Assetklasse, die eigentlich, wenn man das Geld in Seiten ausgeparkt hat, keine sinnvolle Alternative darstellt. Aber wenn Sie im Anleihenbereich schauen, dann haben Sie eben halt dort keine schönen oder guten Chance-Risiko-Verhältnisse. Das Risiko wird entsprechend nicht richtig verdient oder mit Rendite gesegnet. Inflationslinker, da sind wir derzeit stärker engagiert. Wir haben einen relativ hohen taktischen Cash-Anteil, den wir dann auch, sobald sich das wieder auch stabilisiert und wir eine Bodenbildung sehen im Markt, wenn das Momentum wieder für die Aktie spricht, wenn wir in der Form auch
was die gleitenden Durchschnitte anbelangt, die kurzfristig doch alle jetzt sehr gebrochen sind in den weltweiten Leitindizes, dann, wenn wir da eine Stabilisierung sehen, eine relative Stärke des Marktes, dann gehen wir auch wieder schnell in den Markt. Deshalb ist Cash-Haltung derzeit gar nicht so schlecht, wenn man aktiv wirklich im Markt auch agiert. Lassen Sie uns doch, Herr Kreuz, noch ein Stück weit mehr über Anleihen sprechen. Da gibt es ja einige Top-Themen, beispielsweise das etwaige Tapering der US-Notenbank Fed, das im nächsten Jahr beginnen könnte. Zumindest sind die Signale da und damit auch einhergehende Zinsänderungsrisiken im Portfolio. Wie berücksichtigen Sie das bei der Auswahl der Anleihen? Ja, indem wir eben halt nicht nur in ganz solide Staatsanleihen investieren, sondern wir entlang der Peripherie agieren, also im Wandelanleihenbereich. Wir das Zinsrisiko durchaus auch nehmen, das Währungsrisiko, das Bonitätsrisiko. Mit Inflationslinkern gelingt das auch sehr, sehr gut, entlang der EBWU zu investieren im Staatsanleihenbereich. Da haben Sie eine 6 vorm Komma auf Jahressicht. Bei konservativen Wandelanleihen, da gibt es auch sehr, sehr gute aktive Investmentfonds. Da sehen Sie eine 4,5 vorm Komma. Und wir haben natürlich das auch entsprechend mit Edelmetallen versehen, auch mit dem Bereich der Rohstoffe. Apropos Rohstoffe, Edelmetalle, ist das eine Abrundung für Sie? Also sind Sie ein Fan von Edelmetallen? Und vor allen Dingen, wie investieren Sie? Und sehen Sie das eher als Investition oder auch als echte physische Versicherung für unvorhergesehene Fälle? Ja, also Edelmetalle korrelieren, sind nicht unkorreliert mit dem Aktienmarkt, aber sie sind weniger korreliert. Das heißt, wenn wir einen Downside sehen, dann fällt das halt weniger. Letztes Jahr hatte Gold 15% nur verloren, während der MSCI World knapp 35% verloren hat oder der DAX. Das heißt also, Sie schwächen es ab. Es ist kein Perfect Hedge, aber wenn Sie dann mit den richtigen Instrumenten agieren, und da ist meine Empfehlung halt dann auch immer wieder physisch hinterlegte ETCs zu nehmen, dann können Sie mit EUVAX Gold, das ist eine Anleihe, da lagert das Gold auch physisch in Frankfurt, mit Xetra Gold oder EUVAX Gold, wie gesagt, oder mit Silber-ETCs. Und da muss man halt darauf achten, dass man da ein gewisses Emittentenrisiko hat. Also zur Streuung Edelmetalle ja. Grundsätzlich ist aber das Edelmetall an einer Frau eine sehr viel sinnvollere Anlage, als es ausschließlich in einem EUVAX oder Xetra Gold Anleihenprodukt investiert zu haben. Da machen Sie sich gerade viele Freundinnen unter unseren Zuschauerinnen hier heute, Herr Kreuz. Wir müssen leider schon zum Ende kommen und das mit einem Ausblick auf das Jahr 2022. Keine Angst, ich frage keine Prognosen ab, denn wir wissen alle nicht, wo der DAX morgen steht oder der Dow Jones oder das Gold, keine Frage. Aber eine gewisse Erwartungshaltung werden Sie haben, mit der Sie ins Börsenjahr 2022 gehen. Wie sieht diese Haltung aus? Ja, also langfristig wird der Trend für die Aktie weiterhin stimmen. Auch wenn wir kurzfristig jetzt einen etwas luftablassenden Markt, so würde ich es mal profan sagen, schon erleben dürfen. Langfristig wird die Aktie als Altersvorsorge neben dem Humankapital, wenn man das bildet, die sinnvollste und rentabelste Anlage sein. Wir hören es ja auch derzeit bei der Ampelkoalition, die Aktienrente, der Freistellungsbetrag soll von 801 auf 1.000 erhöht werden. Es gibt also viel Einsicht in die Notwendigkeit, sage ich mal, von politischer Seite aus. Und das finde ich sehr positiv, weil wir in Deutschland durchaus noch ein ordentliches Nachholpotenzial haben. Und vielleicht hilft ja auch die Fonds-TIC mit all den illustren Gästen dort, genau dieses Missverhältnis zu reduzieren. Und letzten Endes ist das ein positiver Trend. Aber nächstes Jahr, 2022, wird nicht so einfach sein wie dieses Jahr und wie letztes Jahr eine ordentliche Rendite zu erzielen. Es wird sich also auch da wieder die Spreu vom Weizen trennen. Persistente Ergebnisse kann man nicht anhand schöner Marketing-Schleifchen ableiten, sondern da muss letzten Endes wirklich ein klarer strategischer Ansatz sein, Mut und Disziplin. Und dann kann es viel, viel Spaß machen, im Aktienmarkt engagiert zu sein. In der Tat, es kann nicht zu wenig Aufklärung geben, sei es durch solche Interviews, wie wir sie gerade geführt haben, durch Messen, durch Fernsehen, Medien insgesamt, damit es geschafft wird, dass die 85% der Deutschen, die nach Lesart des Deutschen Aktieninstituts keine Aktien haben, reingezogen werden und eben nicht nur deutsche Autos, deutsche Produkte kaufen, sondern auch deutsche Aktien. Und darüber hinaus, das haben wir gelernt von Ihnen, eben nicht nur deutsche, sondern global denkend, damit eine möglichst breite Streuung im Portfolio gewährleistet ist. Nicolas Kreuz war das, Geschäftsführer der Invios GmbH. Haben Sie ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche virtuelle
Messe hier und heute in Hamburg und dann hoffentlich mal wieder im realen Leben wieder. Ich freue mich auf ein Wiedersehen, Herr Kreuz. Machen Sie es gut. Das tue ich auch, Herr Franek. Lieben Dank. Wieder.